Im Namen unseres NWT-Projekts möchten wir euch heute die thermischen Hoch- und Tiefdruckgebiete vorstellen. Als erstes stellen wir euch den Luftdruck vor. Der Luftdruck ist die Wirkung einer Luftsäule, deren Gewicht auf den Boden oder auf eine Person drückt. Je höher man kommt, desto niedriger wird der Luftdruck. Der Luftdruck wird in einer Einheit Hektopascal angegeben. Er nimmt jede alle 8 Meter um 1 Hektopascal ab. Man misst ihn mit einem Barometer. Nun kommen wir zu den Druckunterschieden zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet. Durch Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Luft und steigt auf. Jetzt bildet sich ein Bodentief. In der Höhe kühlt die warme Luft ab und sinkt wieder zu Boden. Dort bildet sich jetzt ein Bodenhoch. Nun erklären wir euch, was Isobaren sind. Isobaren sind Gebiete, die Linien mit gleichem Druck anzeigen. Auf solchen Druckkarten sind Hochdruckgebiete mit einem H und Tiefdruckgebiete mit einem T gekennzeichnet. Nun erläutern wir euch einige Beispiele. Ein Beispiel ist das Land-See-Wind-System. Bei Sonneneinstrahlung erwärmt sich das Land schneller als das Wasser. Es bildet sich ein thermisches Tief aus, in das Luft von der See her einströmt. Das nennt man Seewind oder auflandigen Wind. In der Höhe fließen die aufgestiegenen Luftmassen zur See hin ab. So entwickelt sich ein den ganzen Tag anhaltender Kreislauf. Das Wasser speichert die Wärme nachts besser als das Land. Es bildet sich nun ein Tief über dem Wasser und ein entsprechendes Hoch über dem Land aus. Es entsteht ablandiger Wind. Als letztes kommen wir zu den Druckgebieten über Zentralasien. In Zentralasien gibt es im Winter Kältehochs mit bis zu 1070 Hektopascal, da die Kälte schwere Luft auf den Boden drückt. Im Sommer gibt es Tiefs bis zu 980 Hektopascal, weil die warme Luft, welche auf den Boden drückt, nicht so schwer ist wie die kalte Luft. Das war unsere kleine Präsentation über thermische Hoch- und Tiefdruckgebiete. Wir hoffen, dass ihr alles verstanden habt.